Hallo liebe Freizeitpark- und Kirmesfans. Letztes Jahr waren wir in Göteborg, Schweden und haben den Vergnügungspark Liseberg besucht. Für meine Frau und mich war es der erste Besuch dort in dem Park. Wir haben euch 10 Tipps mitgebracht, für den Fall, dass ihr den Park ebenfalls noch nicht kennt. Vielleicht wart ihr auch länger nicht mehr dort und wollt euch auf den neuesten Stand bringen. Am Ende des Videos findet ihr noch ein paar Impressionen und unser Fazit vom Park. Unser letzter Schwedenurlaub lag schon etwas zurück. In 2010 sind wir damals mit der Fähre von Fehmarn aus nach Dänemark übergesetzt und dann über die Öresundbrücke bis nach Malmö in Schweden gefahren. Die Fähre hatte für uns einen wesentlichen Nachteil. Man ist eine feste Abfahrtzeit gebunden und sollte rechtzeitig vorher am Anleger sein und ist damit eher unflexibel. Daher haben wir uns dieses Mal entschieden, einen Zwischenstopp in Flensburg einzulegen und von dort aus über Land über Dänemark bis Schweden zu fahren. Uns hat das insgesamt auch besser gefallen. Für die größeren Brücken in Dänemark und Schweden fällt eine Mautgebühr an. Wir haben uns zuvor übers Internet einen Leittransponder organisiert, damit wir die Mautstellen zügig durchfahren konnten. Die Mautgebühren werden dann im Anschluss nach Rücksendung des Leittransponders über den Anbieter abgerechnet. Technische Probleme gab es bei uns nicht, wir fanden das eine super Sache. Wer auf seiner Reiseroute bis Göteborg einen Zwischenstopp einplanen möchte, der hat da beliebig viele Möglichkeiten. Als Freizeitpark- und Achterbahnfans haben wir uns für die Stadt Helsingborg entschieden. Dort steht der originale mittelalterliche Turm Kernan, welcher die Vorlage der gleichnamigen Achterbahn im Hansapark ist. Helsingborg hat insgesamt eine schöne Innenstadt und der Ausblick oben vom Kernan ist fantastisch. Übrigens, auf dem Rückweg haben wir Zwischenstopp in Landskrona eingelegt. Dort hatten wir Glück, denn es war gerade eine Kirmes aufgebaut. Das Video zu Axels Tivoli ist auch schon bei YouTube auf unserem Kanal online. Wer noch auf der Suche nach einem Hotel mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis ist, dem können wir das Best Western Plus Hotel in Mollendalen empfehlen. Die Hotelpreise sind angemessen, die Zimmer sind sauber und es gibt ausreichend PKW-Parkplätze am Hotel. Bereits in der Lobby fühlt man sich als Kirmes-Fan direkt wohl. Mollendal ist übrigens ein Stadtteil nicht unweit von Göteborgs Innenstadt entfernt. In Göteborg kann man sich super mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegen. Solltet ihr euch im Best Western Mollendal einbuchen, bietet sich die S-Bahn an. Die S-Bahn-Station ist ca. 10 Minuten Fußweg entfernt, dann sind es weitere 10 Minuten mit der Bahn bis zur Station Liseberg-Södra. Man steigt also direkt am Südeingang Liseberg aus. Alternativ ist nur wenige Meter vom Hotel die nächste Bushaltestelle, je nachdem, wo man konkret hin möchte oder von wo man kommt. Denn nicht nur zum Freizeitpark Liseberg lohnen die öffentlichen Verkehrsmittel. Es gibt beispielsweise ein 72-Stunden-Ticket. Hier kann man bereits mit der niedrigsten Preisstufe alle wichtigen Sehenswürdigkeiten von Göteborg erreichen, inklusive der Fähren in den Schärengärten. Liseberg bietet für alle Besuchergruppen ein passendes Preis- bzw. Ticketmodell. Man kann sich dafür entscheiden, nur den Eintritt zu bezahlen und dann bei Bedarf für einzelne Attraktionen Tickets am Automaten ziehen. Oder man entscheidet sich für eines der All-Inclusive-Bändchen, die für unterschiedliche Zielgruppen verfügbar sind. Und zwar einmal für Kinder, dann einmal für Erwachsene oder quasi für Thrill-Seeker und last but not least dann auch für Senioren. Theoretisch gibt es auch Jahreskarten, aber ich denke für jemanden mit mehreren hundert Kilometern Anreise dürfte dies wohl weniger interessant sein. Wie mittlerweile viele Freizeitparks, so stellt auch Liseberg eine eigene App für Smartphone zur Verfügung. Nach unserer Erfahrung funktioniert die App zuverlässig. Sie beinhaltet neben dem Parkplan, der Beschreibung der Attraktionen und den aktuellen Wartezeiten
insbesondere auch eine kostenlose Virtual Line bei ausgewählten Attraktionen. Bei welchen Attraktionen die Virtual Line verfügbar ist, wird in der App kenntlich gemacht. Wir haben die Virtual Line tatsächlich kaum genutzt, weil oftmals längere Wartezeiten damit verbunden waren, als wenn man sich direkt anstellt. Da uns bei unserem Erstbesuch zudem der Überblick fehlte, welches die schnellsten Wege zu den Attraktionen sind, war uns das Prinzip am Ende auch zu ungewiss. Grundsätzlich ist das aber eine gute Sache, insbesondere weil man nicht draufzahlen muss, wie zum Beispiel in den Merlin-Parks. Aus deutschen Parks sind wir es gewohnt, die angeschlagenen Wartezeiten mit Vorsicht zu genießen. In Liseberg haben wir dies anders erlebt. Beispielsweise beim Gerstlauer Polyp Jukebox, da haben wir nicht an die angeschlagene lange Wartezeit geglaubt und wir wurden dann am Ende ziemlich schmerzlich überrascht. Der Wartebereich, welcher nicht einsehbar war, der machte am Ende gut 2/3 der Schlange aus und am Ende haben wir dort länger angestanden als bei irgendeiner beliebigen Achterbahn. Übrigens, nur weil der Park in der Hauptsaison gut gefüllt ist, hat das nicht unmittelbar Auswirkungen auf die Wartezeiten. Auch dies kennen wir aus deutschen Freizeitparks anders. Dies liegt mutmaßlich am erwähnten Ticketsystem. Viele Ortsansässige kommen in den Park, weil sie dort verweilen wollen. Nicht jeder kauft sich ein All-Inclusive-Bändchen. Bei ausgewählten Attraktionen gibt es einen Single-Rider-Eingang. Ich habe in Liseberg damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Beispielsweise beim Dive-Coaster Valkyria hatte ich eine Wartezeit unter 10 Minuten. Zudem hatte ich Glück und mir wurde die erste Reihe zugewiesen. In der normalen Warteschlange hätte ich ca. 30 Minuten länger gebraucht. Bei unserem Liseberg-Besuch hatten wir knapp 30 Grad und viel Sonne. Die ersten Stunden haben wir uns überwiegend in Bereichen des Parks aufgehalten, wo es nicht hügelig war. Den höher gelegenen Parkbereich, wo unter anderem Helix und Luna zu finden sind, den haben wir zuerst gemieden. Das wäre aber gar nicht nötig gewesen, denn an zwei Stellen kann man eine Rolltreppe nutzen. Das Highlight für uns war am Ende nicht mal, dass wir keine Treppen steigen mussten, sondern die vielen historischen Bilder an der Wand der Rolltreppe. Ein letzter Tipp in diesem Video: Bei dem kleineren Kiosk- und Snackständen wird direkt an der Kasse bestellt und bezahlt. Bei den größeren Restaurants, wie beispielsweise dem Tiroler Gasthaus beim Südeingang oder dem Max Hamburger oben bei Helix, da ist es üblich, online zu bestellen und zu bezahlen. Achtet also besonders auf die Beschilderung, ob Online-Bestellung üblich ist oder nicht. Andernfalls wundert ihr euch womöglich, dass keine Bedienung an euren Tisch kommt und ihr lasst unnötig Zeit verstreichen. Insgesamt hat uns Liseberg super gefallen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis fanden wir angemessen. Mein persönliches Highlight war Loke. Die Fahrt bei Helix hat mir an sich sehr gut gefallen. Allerdings fand ich den Wartebereich eher lieblos gestaltet und verhältnismäßig dreckig. Hingegen hat mich die Liseberg-Bahn dann positiv überrascht. Auf Mechanica hatte ich mich unter anderem besonders gefreut. Leider wurde die Fahrt nach kurzer Zeit wegen technischem Defekt abgebrochen. Die Downzeit hat an dem Tag überwogen, vertrauenserweckend war was anderes. Daher habe ich mir einen zweiten Versuch gespart.
Weniger Thrill, aber dennoch viel Spaß bieten die zahlreichen Kinder- und Familienfahrgeschäfte. Insgesamt sind die wirklich klasse thematisiert und abwechslungsreich. Trotz oder besser wegen der hohen Temperaturen haben wir die Wasserrides ausgelassen. Hier waren die Wartezeiten mit Abstand am längsten. Hätten wir einen zweiten Tag für diese Berg mit eingeplant, hätten wir sie vermutlich mitgenommen, aber insgesamt hat uns der eine Tag tatsächlich ausgereicht, um all unsere persönlichen Must-Haves auszuprobieren. Eine Fahrt mit Luna lohnt sich vor allem abends. Das Thema und die Beleuchtung kommen dann besonders gut zur Geltung. Die Bahn selbst ist schön gestaltet, die Fahrt hingegen wenig besonders. Last but not least, eigentlich sind Riesenräder ja meine persönlichen Angstgegner. Aufgrund der geschlossenen Gondeln hielt sich das mit der Höhenangst allerdings in Grenzen. Wären wir nicht mitgefahren, hätten wir eine super tolle Aussicht über Göteborg verpasst. Das nehmt also auf alle Fälle auch mit. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst doch gerne einen Daumen hoch und einen Kommentar. Und natürlich freuen wir uns auch über jedes Kanalabo, welches noch hinzukommt. Bis demnächst, euer Team von Airtime4U.
Cool. Geil. Jawohl. Ja.